Ich erblasse nicht vor der Sonne, sondern vor Lance David Arnold. Ja, ich grüße dich ganz herzlich. Du bist eine echte Ikone, muss man sagen. Ganz Deutschland kennt dich. Ich kannte dich nicht, muss ich fairerweise sagen, weil ich seit 11 Jahren kein Fernsehen mehr schaue. Du hast eine eigene Sendung bei Vox. Das ist erstmal völlig okay für mich, also davon mal ab. Ich darf schnell Auto fahren im sportlichen Bereich. Und irgendwann ging es dann so weit, dass ich mal vor 5, 6 Jahren auf einem Präzisionsfahr-Event war, wo ich ein Kamerafahrzeug fahren sollte, und das fanden die Jungs und Mädels vom Fernsehen ganz, ganz okay, und das war meine Chance und mein Schritt zum Fernsehen. Deswegen laufe ich aktuell bei Vox Sonntag 17 Uhr mit Automobil. Echt? Du bist das? Einer von drei. Sehr, sehr cool. Ja, das Ganze hat ganz großen Erfolg, aber man muss fairerweise sagen, ich habe dich jetzt gerade eben kennengelernt, du siehst so ganz normal aus, ich zeige dich mal gerade im orangefarbenen. Das ist jetzt ein Filmoutfit, wo du auch gefilmt wurdest? Wir testen aktuell auch ein paar Kilometer entfernt noch wieder, also Autos, Vergleichstests, und ja klar, also normales Outfit. Du warst ja vorher schon bekannt. Hat sich das durch den Fernsehauftritt nochmal geändert? Ich sag mal... Edeka-Markt und so? Das ist natürlich jetzt ein... Ich bin keiner, der darauf groß Wert legt oder irgendwie, ja? Weil gerade durch den Sport war das ja immer schön, wenn dich einer kennt. Aber dann hast du natürlich den Nischenkunden, der dich erkennt, weil er halt ein Sportverliebter ist. Durchs Fernsehen hat sich einfach die Schicht geändert, werde ich jetzt erkennen. Und tatsächlich ist es so, zu Hause im Edeka, wo auch Helge Schneider öfters reinläuft, da ist das schon ein Thema, ja. Das ist schön. Was hat die Mutter gesagt? Ja, ich finde es natürlich gut. Das kann man wunderbar bei den Bekannten und Familie erzählen, ne? Ja. Die mal einschalten sollen. Das hilft unserer Quote. Also von dem her ist ein Win-Win. Ja, das war eben total cool. Ja, normalerweise fragen mich nicht die Leute, wie wir es jetzt machen. Ich schaue dich an, hast du gesagt. Ja. Ist das so, dass man so mit der Zeit interagiert mit den Leuten? Sind es immer die gleichen Kameraleute, Regisseure? Wir haben 4, 5 Crews, die immer mit uns reisen. Ne? Das sind immer viele Freelancer dabei und so weiter. Es spielt sich halt so ein. Also ich muss dazu sagen, ich bin der schüchternste Junge auf diesem Planeten. War ich in der Schule schon, ja, war ich danach auch vor Leuten sprechen. Der Sport hat mir ein bisschen geholfen, und mittlerweile erschrecke ich mich fast, dass das irgendwie so zur Gewohnheit geworden ist. Also man hat kein Problem mehr damit zu sprechen. Also ist ja was Feines. Jetzt gibt es ja viele, die wollen YouTuber werden. Mein Sohn ist 9, der spielt Fortnite. Hast du Kinder? Noch nicht, nee. Also wenn du mal welche kriegen solltest, da wird es wahrscheinlich irgendwas anderes geben wie Fortnite, aber alle wollen ja in die Medien rein. Jetzt bist du ja so, ich sag mal, mit Seiteneinstieg da so ein bisschen reingewachsen, und das ist nicht so easy. Man ist oft weg von zu Hause, oder? Man ist erstmal oft weg. Also ich habe so im Jahr sicherlich 80 bis 110 Nächte. Wie viel? 80 bis 110 Nächte, die ich außerhalb bin. Das ist ein Drittel des Jahres. Das ist korrekt. Das ist krass. Ja, das muss ich zu Hause auch immer durchkriegen. Aber grundsätzlich ist es auf der einen Seite schön, man sieht natürlich viel. Auf der anderen Seite kommt es dann natürlich darauf an, wo du hingehst, wo du bist, wo du schläfst, wie du untergebracht bist, dass du deinen Rhythmus halt eben aufrechthalten kannst. Ne? Das ist ein großer Punkt. Und gerade Erholung via Schlaf und so ist natürlich schon ein großes Thema. Ja, was war denn so das schönste Erlebnis, wo du dir denkst, das hat sich jetzt gelohnt, dass ich diesen Job mache bei Vox? Also ich meine, viele Leute haben ja Freude, nehme ich an, mit dem Format. Ist es beliebt übrigens, weil sonntags ist ja immer so ein, das ist ein guter Platz nachmittags? Sonntag 17 Uhr ist ein schöner Platz. Ist natürlich, wenn das Wetter jetzt gerade noch mal so ist, dann ist man da mit der Familie draußen. Ne? Dann ist es eher nicht so förderlich, aber wir sind Deutschlands größte Autosendung. Also echt? Die gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre. Also die erfolgreichste und größte Autosendung. Deswegen, es macht einfach Spaß, Teil der Nummer zu sein. Ne? Ich mag das, dass du so schüchtern wirst. Das ist so ein kleines bisschen, seid ihr die aus England, die jetzt nicht mehr irgendwie, die sind jetzt auf dem Streaming-Format auf Sendung. Ja, du meinst Top Gear. Ne? Ja. Aber das Thema da ist, das kommt in Deutschland nicht an. Du musst ja auch immer ein bisschen gucken. Comedy. Wie ist der Deutsche so drauf? Was nimmt der so an? Und ich sag mal, der Deutsche lacht ja etwas später als die angrenzenden Länder. Du hast heute erzählt, wir wollen mal nicht die Katze aus dem Sack lassen, was du getestet hast, weil das werden wir später sehen. Aber du hast heute 2 Familienkutschen getestet. Ja, das kommt auch mal vor. Das gehört dazu. Ne? Auf der Rennstrecke? Natürlich nicht auf der Rennstrecke, sondern einfach mal auf Herz und Nieren. Also trotzdem hart. Aber das gehört natürlich dazu. Ich meine, das betrifft mich ja auch im Alltag. Was fährt man für ein Auto? Was muss ein Auto können? Und worauf achten wir? Deswegen ist das natürlich auch spannend. Zwar auf eine andere Art, machen wir uns auch nichts vor, aber es ist spannend. Ja, du bist fast so bekannt wie die Bundeskanzlerin, muss man sagen. Aber für die Leute, die dich nicht kennen, beschreib mal, wann hat das Ganze angefangen beim Rennsport bei dir? Schon mit Kinderschuhen oder? Also ich bin jetzt 35. Ich bin also 16 Jahre im Prinzip im Profisportbereich unterwegs. Du hast genau bei Profisport gelacht, ist dir da aufgefallen? Da reden wir später nochmal drüber. Und seitdem bin ich, wie gesagt, im Sport unterwegs und kann da halt das eine oder andere machen. Und Fernsehen kam jetzt seit 6 Jahren dazu. Also ich sag mal aktiv so 15, 16 Jahre. Jetzt mal ohne Summen zu nennen, kann man reich werden davon?
Auf gar keinen Fall. Gut. So, hier der letzte ist Euro fehlt immer, Sven, das weißt du, wie das ist. So, ja, du hast Lenz getroffen an der Tankstelle offiziell. Das war aber ein Skript aus dem Filmset, muss man sagen. Oft ist er so geskriptet. Bei ihm, bei den Videos, ist ja vieles echt, muss man sagen. Wir sind bei Marein Caravaning. Ihr zwei seid schon ein bisschen Kumpels, oder? Alles ist echt, ne? Ja, alles ist echt. Es ist immer so schön, du hast ja in der Szene allgemein, triffst du ja wirklich viele Verrückte. Also ich nenne das immer positiv bekloppt. Und ich habe aber auch gelernt, dass du genau die Leute brauchst. Weil du brauchst jetzt keinen Theoretiker oder irgendwie einer, der da einfach nur rumschwafelt, sondern du brauchst die Macher, die auch positiv immer wieder kreativ Ideen haben, reinschmeißen, machen wollen und so weiter. Und das hat sich irgendwie so ausgestellt, dass wir da auf einer Wellenlänge waren. Eine Frage, gibt es da Skripts, wo du praktisch jeden Satz, jedes Wort auswendig lernen musst oder hast du einen gewissen Freiraum oder darfst du dich sogar einbringen? Könnte ich gar nicht. Also ich bin schon schlecht im Namen merken, deswegen könnte ich mir gar kein Skript merken. Das ja, bei mir genauso. Also es gibt ein Ziel, das ist vorgegeben quasi und dann, wie er da hinkommt, macht ihr zusammen dann mit den Leuten. Oder? Einmal ergibt sich dieser Weg dahin, aber auch das Ziel ist sicherlich so, dass wir beide erstmal mit happy sein müssen. Ne? Und dann kann man gucken, also wenn beide das vertreten können, dann arbeitet man sich zum Ziel. Also das ist schon wichtig. Also es ist jetzt nicht so, wenn jetzt irgendein Redakteur kommt, der dann sagt, hier pass auf, das muss jetzt so und so sein. Du aber gar nicht d'accord damit bist, dann würden wir das auch nicht erzählen. Wir beide werfen uns ja auch die Bälle gut zu, wenn wir zusammen was machen. Ne? Also genau, ich komm gleich mal zu dir. Du bist Andreas Marein. Genau. Du bist aus einem der wichtigsten Orte in ganz Nordrhein-Westfalen. Der nennt sich Alden. Ja, Aldi ist klar. Aldenhofen, das ist in der Nähe von Aachen und Köln. Wir liegen genau dazwischen eigentlich. Ja, du bist Wohnmobilhändler aus Leidenschaft, genau. Machst das Ganze seit 10, 15, 20 Jahren, warst überall auf allen Herren Ländern sogar jahrelang unterwegs und hast irgendwann mal deinen, ich sag mal, deinen Weg gesucht als Wohnmobilhändler und hast dich dann für Karthago entschieden. Und er ist so ein bisschen, wenn du ihm mal kurz beschreibst, was er für eine Aufgabe, oder vielleicht sagst du es selber. Warte, was war denn die Frage? Aufgabe oder? Nee, Aufgabe. Wir stehen jetzt gerade hier zusammen. Zwei Leute, die total spannend sind. Und du kriegst ein neues Wohnmobil. So viel kann man sagen, oder? Naja, ich hab ja eben schon mal erwähnt, dass ich zwischen 80 und 110 Tage unterwegs bin. Und Schlaf ist halt das A und O. Beziehungsweise auch Hotelzimmer, wenn man die dann schon mal alle gesehen hat. Da gibt es sicherlich 10%, die echt schön sind. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber der Rest, da sagst du, da fährst du nicht freiwillig hin und machst da Urlaub, sondern kommen wir zum Thema Erholung. Wenn ich in meiner eigenen Bettwäsche schlafen kann und ich kann es auf Achse erreichen, dann würde ich den Weg auf jeden Fall immer vorziehen. Jetzt kommt es richtig cool, du kennst dich richtig gut aus, du hast eben Queensbett und so weiter, die Sachen, du bist bereits schon Karthago gefahren. Ich bin schon zweimal Karthago gefahren, deswegen bin ich da ein bisschen im Thema, weil dann kommt natürlich wieder, also nicht nur der Autobereich, sondern auch Technik. Wenn du dich da informieren kannst, dann mache ich das natürlich. Einfach auch, um nicht so alt auszusehen gegen ihn, weißt du, wenn er irgendwann in den... Informiert sein. In den Raum schmeißt, dass ich da stehe mit großen Augen, mit Drehaugen, das kann ich nicht machen. Deswegen muss ich erstmal so tun, als wenn ich Ahnung hätte. So, das heißt, du stehst ja autark, du brauchst Lithium? Ja, Lithium zum Beispiel und das auch gehört. Mal hier eine Hubanlage, das ist das Ding. Schon wieder einer, der Lithium braucht. Und eine Hubanlage, sagt er, ja. Hubanlage braucht. Ja, das nicht so wackelt in dem Apparat. Aber schön wäre jetzt auch viel Lithium, am besten einen ordentlichen Ladebooster mit rein, oder? Ja gut, das müsste jetzt vielleicht dann nicht sein. Ne? Also ich fahre eigentlich schon an Orte, wo eher dann Strom liegt. Ne? Okay. Thema Platzbedarf. Wie lang darf denn so ein Auto sein, dass es für Leute, die hochagil sind, dann noch handhabbar ist? Weil die Leute aus dem Rennsport fahren ja immer so Riesenteile, 12 Meter, 14 Meter. So, da kommt genau der Punkt. In dem Bereich ist mir agil dann schon wieder scheißegal. Da zählt die Länge. Nein, du brauchst einfach Raum. Und wir hatten jetzt einmal, waren es eine 9 Meter Variante. Und wenn wir dann auf das 61er Chassis gehen, also hier ne, mit der Liegewiese hinten. Jetzt wird es ein S+. Dann ist der 61. S+, 61 wird jetzt das erste nächste Fahrzeug. Der Lenz hatte vorher eine E-Line gehabt, einen Dreiachser. Und, klar, du hast einen C-Führerschein. Ich habe CCE, also ich darf auch LKWs fahren bis 40 Tonnen, deswegen sind da schon mal keine Grenzen gesetzt. Ja. Sehr cool, also das Maximale, was hergeht. Das heißt, soll ich dir mal ganz schnell was verraten? Jetzt muss ich jetzt loswerden. Der Lenz hat damals extra für das Wohnmobil den C-Führerschein gemacht. Der hatte den vorher gar nicht. Musst dir mal vorstellen, als Rennfahrer, das ist jetzt peinlich, als Rennfahrer, der hatte nicht den C-Führerschein, den hat er extra fürs Wohnmobil, was er hier gekauft hat, hat er den extra gemacht. Das habe ich jetzt verraten. Großes Kino. Nee, ist ja okay, damit hast du ja auch nochmal mein Alter unterstrichen, weil irgendwann kam mal die Grenze, dass du nur bis 300 Tonnen fahren darfst. Ja, du durfte nur Bobbycars fahren. Aber es ist ja so, ist das schwer, ein C, wenn Leute jetzt sagen, ich kriege das nicht hin oder das ist reine Fleißsache? Nein, das ist reine Fleißsache. Ich meine, du musst natürlich auch ein bisschen Gefühl haben, aber du kannst ja letztendlich bis 7,5 Tonnen den machen. Wenn du C machst, kannst du ja dann letztendlich komplett unbegrenzt fahren. Aber wenn du ein bisschen Gefühl mitbringst und Spaß am Fahren hast, dann ist es auf jeden Fall machbar. Ich habe jetzt ohne Scheiß, ich habe jetzt gedacht, du wärst so ein Typ, so 4x4
4 Mercedes Sprinter, ja nicht zu lang, so 6 Meter, ein bisschen eng. Aber nein, du liebst Luxus, das heißt, du lebst da ja richtig drin, oder? Man muss unterscheiden. Also ich bin ja auch so, wenn ich jetzt sage, ich mache Urlaub oder ich muss irgendwo an einem Ort wirklich dann 5, 7 Tage, 8 Tage wirklich mit viel Gepäck leben, dann brauchst du ja den Platz. Aber was ich halt sehr schätze, ist neben dem eigenen Bett und dem eigenen Bettzeug ist halt einfach eine Dusche, eine vollwertige Dusche. Und da so 300 Liter Wasser und so. So, nein, einfach in einem vernünftigen Rahmen, dass du halt einfach 4, 5 Tage da ohne Wasser nachzufüllen auch alleine agieren kannst. Ja, sobald cool. Die Frau mit ist, ist eh rum. Dann ist das Ding nach 2 Tagen leer. Dann ist egal, wie groß der Tank ist. Ja, jetzt mal eine Frage. Du bist aus welchem Ort kommst du? Hier aus der Gegend? Aus Duisburg. Also Duisburg ist ja hier ums Eck, oder? Ja, es ist 80 Kilometer. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ja, also wir kennen uns schon eine ganze Zeit lang, also auch schon vor diesem Film, den es da mal gegeben hat, wo wir uns angeblich an der Tankstelle getroffen haben. Wir haben uns mal bei einem Sportwagen-Event haben wir uns mal kennengelernt und die eine oder andere Veranstaltung auch zusammen gemacht. Und so entwickelte sich dann irgendwann raus. Und irgendwann kam er zu mir und sagte, boah Mensch, du machst doch mit den Wohnmobilen da. Und ich hab's da leid, immer, wenn die Rennen sind, dann an der Rennstrecke mir ein Hotel zu suchen und dann morgens zur Strecke zu fahren, stehst du genauso im Stau wie alle anderen. Mit dem Wohnmobil kann ich direkt im Fahrerlager übernachten. Und so kam das Wohnmobil dann, ich sag jetzt mal, ins Spiel. Und dann haben wir das über diese Challenge, die dann damals über YouTube ausgestrahlt worden ist, haben wir dann ins Spiel gebracht. Und so ist der Lenz dann in den Geschmack gekommen. Und ist das da vorne der silberne ungefähr? Ist das so, die Leistungsklasse? Nee, das, was wir jetzt da stehen haben, das ist ein E-Line. Und das ist auch noch ein relativ kurzer, sage ich jetzt mal. Der Lenz kriegt also jetzt wirklich hier so ein 61er mit einem 65er Chassis drunter. Ist der hier? Drunter. Hast du einen da? Nee, ich glaube, den habe ich jetzt gerade nicht da. Ich habe einen 64. Aber das ist gerade tatsächlich auf Probefahrt. Und da kann er richtig Anhänger, der hat richtig Anhängerlast, 3,5 Tonnen, weil der Lenz auch schon mal einen Anhänger ziehen möchte, hat eine große Garage, wo er dann eben auch seine Urlaube mit verbringen kann, weil er fährt auch Motorrad, wo er das Motorrad reinstellen kann. Ich denke, das waren so die Hauptanforderungen, wo du jetzt gesagt hast, es soll kein E-Line mehr sein, es muss ein Auto sein, was richtig was kann. Ja, weil mit dem E-Line hast du ja Frontantrieb. Ja, genau. Und dann ist die Anhängelast weg. Dann hast du irgendwie bis 600 Kilo nur Anhängelast. Also Leider sogar, Entschuldigung. Ich und dann hast du natürlich ein Problem. Also speziell, wenn du im Motorrad, wird vielleicht noch gehen auf einem offenen Hänger. Ja. Wenn der Hänger zu ist, ist das schon nicht mehr möglich. Und wenn du ein Auto mal dahinter hängst, ein Oldtimer, also auch so ein Oldtimer-Rallye oder sowas, da musst du ja auch mal dann schön anreisen können. Dann ist halt einfach, genau. Deswegen Heckantrieb ist beim Wohnmobil, wenn du viel damit vorhast, auf jeden Fall. Die Sachen, die du eben genannt hast, das sind ja Basics. Ich sage jetzt mal eine Hubstützanlage, wenn du viel unterwegs bist, dass du immer schnell gerade stehst. Eine ordentliche, ich sag mal, Audioanlage, die wäre vielleicht auch nicht schlecht, oder? Audioanlage, die Fernsehgeschichte vorne hinten, dass du einen Fernseher hast, die Hubanlage, das klingt jetzt so, aber das ist, ich meine, man gönnt sich ja damit auch was. Das ist der Klasse, aber schon fast Standard, so. Muss man einfach sagen. Ja. Also der ist jetzt silber. Wie war denn so der Auftritt von, ich sag mal, dem Wohnmobil? Haben die gesagt, Mensch, Lenz, kannst du dir da nichts ordentliches leisten? Oder war das schon so, dass sie gesagt haben, hey, nicht schlecht, Karthago? Naja, ich finde, also ich bin ja dadurch auch so ein bisschen reingewachsen, habe dann bei dem einen oder anderen Mal auch reinschauen können, die dann im Fahrerlager stehen. Das geht natürlich von los bis Ende offen. Ja. Ja. Natürlich gibt es nach oben keine Grenze, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber ich glaube einfach, und das habe ich festgestellt, der Preis-Leistungssprung. Du bist in dem Segment, dass du genau dazwischen bist. Du bist von der Verarbeitung alles einen Schritt drüber, aber natürlich noch in einem Rahmen, wo du sagst, okay, jetzt kratzt du nicht an 500.000 oder irgendwie an. Was ich auch cool finde, ist, wirkt gegenüber dem Finanzamt vielleicht nicht ganz so groß, oder? Ja, einmal das, aber auch meinem Banker könnte ich das nicht erklären. Und deswegen ist das natürlich so ein schönes Zusammenspiel, das dann doch irgendwie dann einfach wieder passt. Aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt man mit einem Karthago, auch wenn so ein S Plus jetzt dicke die 2 schon vorne stehen hat, bekommt man schon ein echt tolles Auto, wo Qualität und auch der Nutzwert in Einklang stehen. Sag mal, eine ganz kurze Frage. Bist du durchgeplant übers Jahr, dass du schon die Termine kennst? Jetzt für 22? Noch nicht. Noch nicht. Also die Renntermine kommen jetzt langsam raus. Es entwickelt sich jetzt bis Dezember. Dann habe ich die schon mal. Dann blockiere ich die rot im Kalender. Und dann schauen wir, dass wir halt vom TV halt drumherum alles... Sorry, wenn ich frage. Du fährst in welcher Klasse? Das sind GT-Autos. Eigentlich europaweit. Okay. Du bist auch gut drin, nehme ich an. Ich sag mal so, es hat sich jetzt in 15 Jahren noch nicht jeder beschwert. Deswegen sind noch ein paar da, die das könnten. Deswegen, das nehme ich noch mit. Okay, cool. Ja, wo ist das zu sehen? Ist es im Pay-TV? Es ist im Prinzip, GT Masters zum Beispiel ist so ein Begriff, da bin ich jetzt dieses Jahr, also 21, jetzt nicht mitgefahren. Für 22 gucke ich wieder, dass ich da einen Platz habe. Ansonsten 24 Stunden Nürburgring ist ein Begriff. Das läuft auf jeden Fall 20 Stunden immer live. Bei Nitro zum Beispiel und so weiter. Also es gibt schon zu sehen. Ne? Jetzt ist ja Deutschland nicht so das Land, was viel Motorsport überträgt.
aber grundsätzlich ist es schon. Ja, ich wohne in Frankreich. So, ja, vielen Dank, Lance. Der hat gerade eben so ein Tee gezeigt, Timeout. Genau, Timeout, weil ich weiß, dass der Lance um 13 Uhr wieder irgendwo sein muss. Und ich habe noch zwei, drei Sachen wegen dem neuen Auto mit ihm zu besprechen. So, wir machen jetzt einen kurzen Cut und wir sehen uns vielleicht mal später. Lance, ich finde dich total nett. Ich zeig mal gerade, du hast einen ganz tollen Pulli an. Der hat nämlich so einen kleinen Puschel dran. Ist das Mode jetzt im Moment? Oder? Du meinst einen Puschel zu tragen, meinst du? Ne? Du hast doch einen Anstecker. Wir drehen gerade parallel, aber wir sind so weit weg, dass der Empfänger auf jeden Fall nicht sendet. Deswegen seid ihr sicher, das ist wirklich der Anstecker von der Produktion. Ja, korrekt. Das war jetzt nur Spaß. Nee, ist aber wirklich. Ich hab den gar nicht gesehen. Da ist der Ton von Sennheiser drauf, da die Funkstrecke. Ja, vielen Dank euch beiden. Du bist echt ein cooler Typ. Und du bist echt erst 35. Der sieht eigentlich viel älter aus. Ja, so wollte ich sagen, dann höre ich nicht öfter. Tschüss euch beiden. Ciao. Oh, tschüss.